Das Wort hat der Kollege Michael Leutert von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der hier vorgelegte Haushalt ist durch drei Merkmale geprägt, Frau Ministerin. Erstens, es werden alte Probleme nicht angegangen. Zweitens, Fehlentwicklungen werden nicht korrigiert. Und drittens, letztendlich, Sie verwechseln Überschriften mit Konzepten. Zum ersten Punkt. Seit Jahren ist allen das Problem Fachkräftemangel bekannt. Und lösen kann man das unter anderem durch Weiterbildung. Viele Menschen mit geringem Einkommen, gerade über 30 Jahren, können sich aber die Weiterbildung nicht leisten. Und genau aus diesem Grund brauchen wir ein Erwachsenenbildungsförderungsgesetz, um den Betroffenen finanziell um die Arme zu greifen. Das hat im Übrigen auch schon 2004 eine unabhängige Expertenkommission der Bundesregierung festgestellt und exakt den gleichen Weg vorgeschlagen. Getan hat sich von Seiten der Regierung nichts. Allerdings haben wir Linken wiederholt einen Antrag gestellt, den haben sie leider im Ausschuss abgelehnt. Zweites Beispiel für alte Probleme, Hochschulpakt. Auch hier ist seit langem bekannt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen ständig steigenden Studierendenzahlen und Studienplatzangebote, die dafür zur Verfügung stehen. Auch hier wurde schon im Jahr 2006 durch die Hochschulrektorenkonferenz darauf hingewiesen und zur Lösung des Problems ein Mehrbedarf von 2,3 Milliarden Euro und zwar im Jahr festgestellt. Hier im Haushalt werden gerade einmal 250 Millionen Euro für die Verbesserung der Studienkapazitäten eingeplant, aber auch hier haben Sie die Möglichkeit, dem Antrag der Linken zuzustimmen. Zum zweiten Punkt der Fehlentwicklung, die nicht korrigiert werden. Seit Jahren weisen wir Linken ebenfalls darauf hin, dass es notwendig ist, und wir hatten das Thema gerade, Herr Kollege Rehberg, bei Förderinstrumenten auf Synergieeffekte zu setzen. Wenn man also zum Beispiel beim Spitzenclusterwettbewerb Forschung und Entwicklung als Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern will, dann sollte auch die Förderung strukturschwacher Regionen als Kernaufgabe mit enthalten sein. Wenn dem nicht so ist, gewinnen eh schon wirtschaftlich stark entwickelte Regionen. Und das kann man sehen, wenn man einen Blick in die Gewinnerliste der zweiten Runde des Spitzenclusterwettbewerbs wirft. Dort ist kein ostdeutsches Projekt mehr vertreten. Deshalb sagen wir Ihnen ganz klar, die zusätzlichen 15 Millionen Euro Mittel, die Sie für den Spitzenclusterwettbewerb vorsehen, sollten Sie besser für die Förderung der Forschung an Fachhochschulen ausgeben. Gerade in strukturschwachen Regionen trägt die anwendungsnahe Forschung zur Stärkung regionaler Wirtschaftsstrukturen bei. Und letztendlich zum dritten Punkt, wo sind die Konzepte zu den Titeln? Man muss schon sagen, Respekt, ich hatte es im Haushaltsausschuss ebenfalls angesprochen, die Abteilung Überschriften hat wenigstens quantitativ sehr gut gearbeitet. Es ist von Bildungsbündnissen, Allianzen, Pakten, Schmieden die Rede, von Zukunftskonten und Bildungschecks und so weiter und so fort. Aber die Konzepte dafür haben wir nicht bekommen. Wenn es denn Vorüberlegungen gibt, dann lassen Sie nichts Gutes ahnen. Und an zwei Beispielen möchte ich das hier noch anbringen. Erstens, die lokalen Bildungsbündnisse, dafür wollten Sie 32 Millionen Euro. Ihre eigenen Fraktionskollegen haben das schon in den Verhandlungen auf 21 Millionen Euro zusammengekürzt. Auf mein mehrmaliges Nachfragen nach den Konzepten habe ich bis heute eben noch keine Antwort bekommen. Und Herr Kollege Rehberg, hier hatten Sie so schöne Diagramme, Schawan-Diagramme. Ich habe jetzt Schawan-Berichte mit. Was ich bekommen habe, ist eine halbe Seite DIN A4 vollgeschrieben. Und die Kernaussage steht im letzten Satz dazu, ich zitiere, derzeit wird ein detailliertes Förderkonzept erarbeitet. Zweites Beispiel, Zukunftskonto. Wieder ebenfalls kein Konzept. Diesmal habe ich nicht mal eine halbe Seite als Antwort bekommen, der zweite Schawan-Bericht, den ich mit habe. Und hier steht dann drin, für die vorbereitenden Aktivitäten zur Entwicklung sollen Gelder eingeplant werden. Es wird also sozusagen hier von uns allen Ernstes erwartet, dass wir Projekten zustimmen, wo es keine Konzepte gibt und wo wir nicht wissen, wohin die Reise gehen soll. Was man den knappen Zeilen, die hier aber beschrieben sind, auf den zwei DIN A4 Blättern entnehmen kann, zeigt allerdings, in welche Richtung in Ihrem Haus gedacht wird, Frau Ministerin. Sie planen letztendlich eine weitere Privatisierung der Bildungsvorsorge. Durch den ganzen Haushalt zieht sich der Gedanke, wer Bildung will, soll in Zukunft auch dafür bezahlen. Dass Sie für Studiengebühren sind, das ist ja nun hier hinlänglich bekannt. Aber dass jetzt auch noch Eltern für ihre Kinder ähnlich der Riester-Rente oder eines Bausparvertrags Bildungskonten anlegen sollen, halte ich schon für ein starkes Stück.
Und ist es völlig ungeklärt, was passiert eigentlich mit den Leuten, die nicht sparen können? Oder was ist mit den Leuten, die gespart haben, aber in Hartz IV fallen? Wird es dann als Vermögen angerechnet und ihnen wieder abgezogen? Oder wie sind da Ihre Vorstellungen? Und an anderer Stelle sprechen Sie davon, den Kindern Schecks für ihre Bildung auszuhändigen. Das ist vielleicht eine gute Vorbereitung für Bildungsgutscheine auf dem Amt später, aber ich glaube, es ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ich möchte gerne wissen, wer auf die Idee gekommen ist, einem Kind mit einem Scheck zu zeigen, was sein Schicksal der Gemeinschaft wert ist. Das, was Sie hier vorhaben, Frau Ministerin, ist unsozial, das kann man nur ablehnen und das werden wir Linken auch ablehnen. Und um es zusammenzufassen, der Haushalt setzt die falschen Schwerpunkte, er hat keine untermauerten Konzepte, stattdessen unsoziale Ideen. Und aus diesen Gründen müssen wir diesen Haushalt ablehnen.